Hallo Leute und willkommen zurück zu einer neuen Serie von mir, nämlich Python. Ich habe mitgekriegt, Python ist mittlerweile so ziemlich die beliebteste Programmiersprache und die weit verbreiteste. Und deswegen habe ich mich dazu entschieden, für die Leute, die neu einsteigen wollen, Schrägstrich müssen, auch mal hier ein kleines oder ein paar Tutorials zu machen. Zunächst einmal natürlich, wie man das Ganze installiert und benutzt. Aber warum sollte man Python benutzen? Also es soll ziemlich leicht lesbar sein und auch leicht benutzbar sein, sprich die Tutorials werden für euch wahrscheinlich nicht wirklich schwer werden. Und es, wie gesagt, es ist immer verbreiteter, das heißt, man braucht es überall. Dadurch bin auch ich zu Python gekommen. Ja, man kann quasi alles drin machen: man kann funktional programmieren, objektorientiert oder auch ganz normal sequenziell. Wenn man einfach nur ein stinklangweiliges, einfaches Skript schreiben muss, kann man das auch mal machen. Problem ist natürlich, dass es da nicht so schnell ist, denn es ist eine Skriptsprache und da werden wir auch schon bei einem großen Problem, was ich für meinen Teil nicht so cool finde. Es ist wirklich eine Skriptsprache, sprich, es wird interpretiert, während es läuft. Das heißt, ihr kriegt auch keine Fehlermeldung oder sowas, wenn ihr das Programm kompiliert, denn es gibt keine Kompilierung in dem Sinne, weil ihr das Programm direkt ausführt. Ja, aber genug gelabert, warum man das benutzen sollte. Ich zeige euch jetzt erstmal, wie ihr das Ganze downloadet und installiert und benutzt. Dazu geht ihr hier auf python.org/downloads oder hier einfach auf Downloads klicken. Und ich habe Windows, das heißt, ich habe hier einfach mal das für Windows runtergeladen. Wir sind aktuell bei 3.4.3. Ich möchte euch das aktuelle beibringen, nicht das alte. Gibt ein paar Unterschiede in den Packets und so weiter. Und in den Packages vor allem. Genau. Klickt hier einfach drauf auf Runterladen. Und ich habe schon runtergeladen, wie man an dieser 1 hier sehen kann. Ich ziehe das gerade mal richtig. So. Jetzt könnt ihr das auch sehen. Genau. Und dann einfach hier ausführen, wenn das fertig ist. Bei mir laggt irgendwie gerade das Internet furchtbar. Deswegen lasse ich das mal ausführen, dann kriegt ihr so einen wunderschönen Installer. Da einfach überall auf Ja und Amen klicken und ihr kommt am Schluss bei, ja, bei einem Fertigstellen raus. Und dann müsst ihr hier in die Systemsteuerung gehen, geht dort in System rein und dort auf erweiterte Systemeinstellungen. So, und jetzt habt ihr hier die Systemeigenschaften und dort könnt ihr dann den Pfad einstellen für die Umgebungsvariablen. Den kriegen wir über Umgebungsvariablen, ganz einfach. Und da geht ihr runter zu Path und bearbeiten. Und da wird wahrscheinlich schon einiges drinstehen, wie zum Beispiel hier mein Grafikkartentreiber oder was haben wir noch drin? Ja, LaTeX haben wir drin. Und die sind einfach, wie ihr hier sehen könnt, mit dem Semikolon getrennt. Das heißt, ihr packt hier ein Semikolon rein und schreibt dann da den Pfad rein, der für euch eure Installation von Python ist. Also C Doppelpunkt Slash, also in Windows geht das so. Und dann Python, bei mir ist es Python 3.4, weil 3.4 halt gerade die aktuelle Version ist und ja, genau. Und dann klickt ihr überall auf OK und OK und OK und dann könnt ihr eigentlich die Systemeigenschaften wieder zumachen. Dann könnt ihr euch eine Kommandozeile zur Hand nehmen und testen, ob alles funktioniert hat, indem ihr einfach Python eingibt und schon seht ihr hier, solltet ihr zumindest sehen, was für eine Version von Python ihr genau habt. Also Version 3.4.3 ist das, wie es offiziell heißt, was man sich merken kann. Und dann habt ihr hinten dran noch irgendwas anderes. Ihr seht das Datum, von wann die Version ist. Und das hier hinten, keine Ahnung, was das ist. Ja. Und jetzt habt ihr so eine kleine interaktive Umgebung. Da könnt ihr dann so Sachen ausführen. Einfach mal testen, ob es funktioniert. Einfach mal print hi. Nicht immer Hello World. Und ihr seht schon, dass ich einen Fehler gemacht habe in der ersten Zeile. Und da kommen wir auch schon zu den Unterschieden zwischen Python 2.7 und Python 3.4. Denn in Python 2.7 war das noch völlig legitim, deswegen sind auch die Skripte, die auf 2.7 basieren, nicht mehr kompatibel mit den neuen. Deswegen vorsichtig, welche Version ihr tatsächlich braucht oder benutzt, ist wirklich davon abhängig, welche ihr gerade hier interpretiert. Also wir sind hier in einem Version 3.4 Interpreter, deswegen brauchen wir hier diese. Ich packe es einfach mal so hin. Deswegen brauchen wir hier diese Klammern drumherum. Und ja, dann kommt einfach ein Hi raus und schon ist alles gut. Sehr schön. Gut, dann hoffe ich, dass wir viel Spaß mit Python haben werden und wir hören uns beim nächsten Mal. Bis dann. Ciao, ciao.